Doktor, gib mir am besten das Banner. Ja, bitte. Ich konnte es gerade so noch fassen. Na, Dank. So, schmale, steile Stufen, wie natürlich die Jahreszeit angemessen glatt sind, während euch der kalte Wind in die Ohren pfeift. Das klingt wie ein letztes Mal hinüber über den Gipfel manövrieren. Ich würde das gerne als Group Action machen und selbstverständlich diese Group Action leiten. Auf jeden Fall. Und ich würde Schreier schultern. Ne, wir ziehen die ja weiter hinterher. Das ist bestimmt einfacher, sie Die Treppen hoch. hinterherzuziehen. Ja, ne, die ist ja eingebunden in das Ding und das Ding rutscht, also kriegen wir da so die Treppen hoch. Also das ist ja Ja, irgendwie. du Wenn kannst es geht. hinten, du kannst hinten ein bisschen anheben, weil der hinten geht, muss mehr Gewicht Richtig, tragen also und Hauptproblem daran Kiro ist jetzt kriegst du gerade, dass an jeder vorne. Seite nur einer anpacken kann. Ja, aber man kann ja Wichtig. von vorne das Seil dran machen und kann sie noch mitziehen oder so. Das Das würde genau. helfen, ja. Außerdem Okay. würde ich trotz alledem uns wieder alle miteinander verbinden. Also, sodass für den Fall, dass einer runterfällt, wir Alle ihn fallen. absichern Okay, hör können. auf zu sammeln, fang an zu würfeln. Risky Standard. Nee. Risky Standard, alles klar. Du hast gesagt, es ist der letzte Wurf. Ich überlege, ob ich mich pushe. Sorry, ist der letzte Wurf, bis ihr oben seid. Nicht der letzte Wurf für So. heute. Ja, dann natürlich nicht. Dann komm. Savannah Mitch möchte jetzt endlich ankommen. Das Gift versagt. Nein! Und Ich hab's natürlich geschafft. noch von Ich hab's geschafft. natürlich noch Von von den Silver Rookies. Dancing für die Rookies. Genau. Nicht, dass es irgendwas ausmacht, sondern ich kriegt ja eh nur einen Stress, aber trotzdem, wir wissen, wie es denen geht. Den Stress habe ich auch schon genommen. Denen geht's nicht gut. Die sind durch, die sind am Ende, die haben keinen Bock mehr. Ja, kein So. Wunder, die mussten die ganze Zeit Schreier retten und Wir tragen ja und auch auf richtig, das Ruder rauf. ihr habt eine schöne Nachtwanderung gemacht, aber die mussten Schreier bis hierhin schleppen. Moment, Ja, wir wir haben haben ja ja voll gesagt, in wir der haben alle Wanderung. mitgeschleppt. Also jetzt mal nicht so jammern hier, sondern vorwärts geht's. Ich habe gerade meine Lieblingsgranate geworfen. Aber Moment, Moment, Moment. Ich habe es ja verkackt. Ich würde gerne beschreiben, wie das aussieht. Savenovic stützt sich wirklich auf dieses Banner und schleppt sich die letzten Stufen hoch und bricht dann wirklich auf dem Plateau zusammen. Total untypisch für ihn, weil ihr habt ihn noch nie auf seinen Knien oder gar liegen gesehen, aber er liegt da einfach völlig fertig. Dieser Kampf hat ihn mehr gestresst, oder nicht mehr gestresst, mehr mitgenommen, als man auf den ersten Blick denken mag. Über das Plateau weht ein eisiger Wind und eine Eisschicht überzieht den Fels und mehrere Finger hoch Schnee liegt hier. Und als ihr oben ankommt, seht ihr vor euch die im Grunde rückwärtige Seite der Tempelanlage. Auch auf dieser Seite umwallt mit einer unmöglich kunstvoll gearbeiteten Mauer und davor 2 Dutzend Untote. Autsch. So, etwa 20 Meter vor euch. Was tut ihr? Was sind das für Untote? Es sind hagere menschliche Gestalten. Wenn du genauer hinschaust, ja, okay, du verpasst weder die Zeit noch das Lichtverhältnis, um jetzt genauer reinzuschauen. Sieht da einer aus wie ein Anführer oder sind die Na, das sind alles sehr weiß. abgemergelt und eingefrorene Gestalten. Also nicht wirklich kampfstark, sage ich mal. Ah, es sind immer noch viermal so viele wie ihr seid. Das heißt nichts, sie sind nicht sehr Ja, viel. aber, aber das wurde ja auch über die Rotter gesagt, die ja auch zu Tausenden auftraten, wo du trotzdem gesagt hast, man schlachtet sich durch eine Gruppe von vielen. Also das ist ja die Frage. Kampfstark oder ist es für uns ein Problem, uns dort durchzuhauen praktisch? Der Was? ersten mit Armbrüsten wegzuschießen, die restlichen dann durchbrechen, auf Deutsch Es sind gesagt. keine Rotter. Was tut ihr? Entscheidung, jetzt. Ist eine Lücke in der Warte, was sind Mauer. das? Es sind keine Rotter, es ist was? I don't Die know. kennen You don't wir know. nicht. Gut, deswegen ist es gerade so viel geredet, Leute. Ja, richtig. Also. Beschützt Schreya! Information! Und ich würde vorstürmen mit Voice, um den Surgeon zu beschützen. Ja, ich kämpfe mich mühsam wieder auf die Beine und ziehe meine Waffe. Okay, Voice, du kollidierst mit der Schulter mit dem ersten und er fällt im Grunde aus den Latschen. Und euch allen fällt auf, die tun nicht viel. Sie bewegen sich definitiv. Jetzt, wo Junge, Voice irgendwie dem ersten, wenn der ersten kollidiert und er umfällt und der nächste von ihm sich ganz langsam in seine Richtung dreht und wie in Zeitlupe die Hand nach ihm ausstreckt. Ich würde um mich prügeln.
Okay, du hast 6, 7 oder 8 umgelegt, bevor du außer Atem bist und um dich herum direkt erstmal nichts mehr ist. Und einer von den anderen hat währenddessen mal angefangen, in deine Richtung zu wanken, und ein weiterer hat irgendwie Anton im Visier, aber er geht 4 Schritt und bleibt dann stehen und fällt dann um. Emma Dancing ist mit Karjewitsch vorgestürmt, und zwar mit gesenkten Hörnern hat sie einen von denen gerammt und steht jetzt etwas verdattert da, als der einfach umfällt. Ja, allerdings, nimm mal Level 1 Harm Hornbruch. Das ist gemein. Ich Da weiß. macht man einmal eine coole Aktion. Ich weiß. Aber Problem ist allerdings, dir fällt auf. Die sind hart. Eigentlich nicht menschenhart, sondern die haben, und wenn ihr betrachten würde das gleich auffallen, die haben Eisenplatten in die Haut eingelassen. Ich resiste. Das steht dir frei. Denk an den plus 1. Tue ich. Boah, ey. Autsch. Das war teuer. Aber kein Sie hat Hornbruch. recht. Nein, nein, Gemma hat recht. Das ist zu fies. So, sagen wir ein Stress und gut ist. Okay. Nein, ich habe keine Ralf. Favoriten. Geh mir Aber vor. so, Das ist ein aber Präzedenzakt, als ich da die werde ich 3 von gerne. 6 Aber gewürfelt habe. wenn die so langsam sind, dann würde man die mit Armbrustbolzen jetzt auseinandernehmen, auf Deutsch gesagt. Ja, oder mit einem raschen Spaziergang. Ja. Genau. Was ist Gut. mit denen? Ich denke, sie sind gefroren von der Kälte. Die scheinen nicht von der Untoten mehr hier zu sein. Das scheinen ältere zu sein. Aber Leute, spekuliert nicht. da ist Metall drin. Vielleicht ist es eine Rüstung und sie sind gefroren. Macht sie nieder. Na gut, machen wir sie nieder. Ja, keine Schwierigkeiten dabei, sie niederzumachen. Gut. Ja, Was und ist das schon wieder? ich trage das Blutbanner weiter nach vorne. Also ich stütze mich mehr auf dieses Banner, als dass ich es wirklich noch hoch erhobenen Hauptes trage, aber ja. Silver Dancing trägt jetzt ihren Schild und ist im Stillen dankbar, dass sie das Ding nicht mehr hat. Bin im Stillen dankbar, dass ich quasi einen Stützstock habe, an dem ich gehen kann, ohne dass es weird aussieht. Ich dreh mal einen von denen auf dem Rücken, wenn die alles alle niedergemacht haben. Menschlich, mehr oder minder. In seiner Haut sind Metallplatten eingelassen, auch an den unbequemeren Stellen. Irgendeine Mischung aus genäht und reingewachsen. So, je nach Untoten oder je nach Stelle auch unterschiedlich. Irgendwelche Anzeichen von was für im Volk oder Stamm oder was auch immer die sind Nicht, oder vielleicht an einem frischen, aber an dem hier auf keinen Fall mehr. okay. Doc, was glaubt ihr, wie lange sind die schon dort? 10 Jahre, länger. kann ich das abschätzen? Lange? Also länger als der Krieg jetzt vom Cinderking derzeit dauert, ja? Nicht so viel länger, nein. Aber ein paar Jährchen sind die schon hier. Also erste Welle oder so, also mit hier Vermutlich. gelassen vom den ersten Kämpfen. Vermutlich. Nun, ich nehme an, sie sind nicht aus der jetzigen Welle, sondern aus einer früheren Kampfhandlung hier geblieben. Nun ja. Ich habe es leider versäumt, cooles Artwork herauszusuchen, aber ich zeige euch mal kurz das aus dem Buch. Wenn Windows mich lässt. So in etwas die grobe Vorstellung, oder? Oh. Da, Also ja. auch halbe Ritter oder sowas. Oder wie verstehe ich das? Vom Metallgehalt her vermutlich. Nur, dass es in ihrem Fleisch ist. Nicht fest, Phyrexianer. sieht fest genietet aus. Ich trage es in den Bericht mit ein. Gibt es hier einen Zugang zum Tempel? Ja, die großen Tore liegen aufgestoßen und zerborsten vor euch, und im Durchgang liegt noch der große Rambock, den man dafür benutzt hat. Es muss auch einiges an Arbeit gewesen sein, dieses Tor einzureißen. Ja. Großartig. Perfekt. Dann Gehen wir klettere ich Steuer drauf zu. mit Mühe und Not über den
Also ich weiß nicht, liegt der da so drin Das ist oder im, liegt ist der im so an der Grunde, Seite? ist im Grunde ein Baumstamm, right? Der liegt da längs Okay. drin. Den hat man mal das Tor aufgestoßen und ihn dann fallen gelassen. So, wenn man Alles das klar. nicht tut. Gut, also muss ich nicht drüber klettern, sondern Nee, ich. nee, 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 nee. Dann schiebe ich das Tor einfach ein Stück zur Seite, Es trete mit ist dem ja auf, Banner. du brauchst da nicht mehr viel schieben. Das ist ein böses Ja. Loch. So Ja, drinnen ich. sind drinnen findet ihr Treppen und in Stein gehauene Hallen. Warte, warte doch Und erstmal. ja. Ich versenke jetzt erstmal das Banner im Boden und sobald alle da sind, spreche ich so feierlich, wie ich in meiner Situation noch kann. Schafft es mir verliehenen Amtes durch die Legionsführung und als Leiter dieser Mission nehme ich diese Feste im Namen des Roten Blutbaums ein. Unsere Mission, Schreie hierher zu eskortieren, war erfolgreich. Wir haben große Mühen auf uns genommen. Ich bin stolz auf euch alle. Gute Arbeit, Sergeant. Ja, hurra, wir haben Schreya gerettet und allen anderen diesen Weg hier verbaut. Ich bin stolz. Wir sollten weiter auf der Hut bleiben. Es sind hier noch mehr von denen. Ein bisschen lebendiger. Werden wir sehen. Aber Ja, auf alle Fälle ja. im Grunde direkt auf der anderen Seite des Tores, noch an den Außenwall gelehnt, auf einer Treppe, sitzt eine riesige gepanzerte Gestalt. Die ist bestimmt nochmal einen Kopf größer als Voyez es bereits ist. Ist komplett in unförmige schwarze Rüstung gekleidet. Bis auf eine Stelle auf ihrer Brust, wo ein faustgroßes Loch ist. Er sitzt zusammengesackt an die Mauerstrich, an die Treppe gelehnt und eine nicht insignifikante Schicht an Rauchreif bedeckt die gesamte Oberfläche. Ob das der Anführer der Untoten ist? Der hier vielleicht sogar fiel, als er in den Tempel hinein wollte? Und dann würdet ihr Untoten nicht mehr kontrollieren können. Die Frage ist, ist er Naja, tot? Ich die meine, waren ja auch nicht tot? wirklich kontrolliert, oder? Die rannten oder die spazierten ein wenig herum, haben aber nichts gemacht. Ich meinte die unten im Tal sind. Würde mich lieber nicht drauf verlassen. Soll Dann ich mich spreng darum ihn kümmern. bitte? Tut es. Sprengt ihn weg von mir aus. Ja, ich nehme meine große Zweihandwaffe raus und würde ihn den Schädel zertrümmern. Du musst dafür erst den Helm vom Haupt holen, aber das geht auch ohne Problem. Darunter ist ein erstaunlich menschliches Gesicht. Danach dann nicht mehr, nachdem du deine Arbeit verrichtet hast. War der aber tot schon, ja, also und war auch nicht wiederbelebt oder also Er zeigte keine Anzeichen von irgendeiner Art von Innenleben. ja. So oder so ist das ein sehr schlechtes Zeichen für unsere Mission. Wenn schon die Toten von den Toten hier rumliegen. Das ist ja ein gutes Zeichen, dass irgendetwas den Tempel noch bewacht und etwas, was das Gute schützt. Meint ihr, es Oder ist die. dass sie alles haben, was sie wollten und einfach danach nicht mehr aufgeräumt haben. Vielleicht ist es Gilt das. die Kraft der Schlange. Gilt das jetzt eine Rolle? Wir müssen Hinein das mit Innere uns. Richtig. Tempels. Ich behaupte, hier ist irgendwo eine alte Fackel, die ich jetzt anzünden kann, damit wir Licht haben. Auf Wir jeden haben immer Fall. noch unsere Tropfen, also wir brauchen eigentlich kein Licht. Stimmt, ich Die nehme die Tropfen Fackel nur mit, ich helfen zünde sie nicht an. euch beim Sehen, aber sie sind keine perfekte Nachtsicht. Ach so, okay. Achso, Gut. okay, Ja, ja aber dann ist ja dann. aber dann ist ja aber Fackel scheiße, weil Fackel blendet ja wieder. Oh, durchaus. Ach Also so, der Plot. also einfach jetzt beides schlecht, na gut. Also in meiner Logik ist ohne Fackel gerade besser. Denke ich auch. Ohne Fackel ist besser, weil auch immer, was auch immer ihr sonst noch trefft, vermutlich nicht keine Fackel braucht. Stern Ich und sack eine Fackel Mondeslicht. ein, ich nehme es einfach mit. Stern und Mondlicht ist nicht, wenn ihr euch natürlich ins Innere des Tempels bewegt. Ihr trefft immer große Hallen und Quartiere und noch mehr Hallen und Treppen, die ihr hinaufsteigen könnt. Und von einigen Stellen seht ihr auch hinab ins Tal, auch wenn da außer den fernen und kaum zu sehenden Lichtern des Dorfes Kevada kaum etwas zu sehen ist. Und dann kommt ihr in eine große Halle im oberen Drittel der Tempelanlage. Und weit vor euch auf einem Podest, das ist nicht wirklich ein Altar, es ist mehr ein Podest mit Kissen und Teppichen ausgekleidet. Und die
Die Wände sind mit Stoffen behangen, auf den Bilder der Erwählten des lebenden Gottes aus längst vergessenen Zeiten aufgestickt und gemacht sind. Und da sitzt eine einzelne Gestalt im Schneidersitz, ein alter, eingesunkener Mann mit einem Bart, der so lang ist, dass er ihm bis über die Knie reicht und er sich vermutlich dann noch einen Knoten reinbinden könnte und schitterem Haar. Wie in so einem Kung-Fu-Film, wenn du auf den Berg Ja, steigst und da ist der weise Alte, das der sind dir die wir alte Geheimnisse Knacker, ja. des, keine Ahnung, der Genau, ist fünf Killer, fünf Finger tot, alles wie gut. in Kill Bill, der Typ, der ihr Kämpfen beibringt. Right? Hi, That's Mai. it. Right. Super Dancing Storm Und der sitzt räuspert da. sich vernehmlich. Keine Reaktion. Ich mache jetzt mein Musket bereit. Ich bin jetzt keine Risiken mehr ein. Ich würde meine Hand heben, während ich Schreier aber hinter mir mit herziehe, würde mich ihm langsam nähern. Ich Und begleite den Doktor. würde dann mit Sprechen anfangen. Im Namen Ashrikas und im Namen Erwählten. ihrer Erwählten bitte ich euch um die Hilfe, ihr Leben zu retten. Und würde mich dem Mann nähern. Er schlägt die Augen auf, wenn du ihn ansprichst. Die Gottheit kann nur denen helfen, die sich selbst helfen. Nun, wir haben, oder Shreya hat sich bis hierher mit uns, oder wir haben Shreya bis hierher begleitet, um sie hier von ihrer schweren Verletzung zu heilen und hoffen, dass ihr Hilfe hier gewährt wird. Und ja, ich bringe Shreya dann praktisch vor ihn, also ich würde Shreya bis zu ihm bringen. Sie hat sich selbst geholfen, will der Doktor damit sagen. Sie ist noch am Leben, auch wenn sie ein ums andere Mal hätte tot sein können. Jeder andere wäre längst tot, ja. Ihr seid nicht die Ersten, die lange und beschwerliche Reise hier auf sich nehmen. Und doch ist die Reise nicht die eigentliche Prüfung. Ich fürchte, dass dies nur ein unglücklicher Nebenumstand ist. Ich erhebe mal meinen von den beiden Schlangenfangzähnen durchbohrten Arm. Unglücklicher Nebenumstand, so nennt ihr das? Einer, der sich als unwürdig erwiesen hat, hat diese Abart hier hinterlassen. Unerfreulich. Nun, sie konnte uns nichts anhaben. Ich habe die anderen sicher über die Brücke geführt. Alles, um Schreiers Leben zu retten. Nun, Schreier ist würdig in den Augen Ashrikas. Doch wir brauchen eure Hilfe. Also, sagt uns. Entschuldigung, Das die ist das Schlange hat Gift, das mich. ihn jetzt holt. Er hustet Genau, irgendwie ja. schwarzes Blut aus der Lunge. Ja. Er atmet ganz ruhig ein und wieder aus. Aber Ashrika hat sie nicht hergebracht. Ihr habt sie hergebracht. In Ashrikas Namen und mit ihrer Hilfe. Doktor, lass ihn aussprechen. Nun, dann ist es auch nicht an der Gottheit, darüber zu urteilen, wer würdig ist, sondern an euch. Ja, wie finden Sie als würdig? Reicht das? Bitte. Warum? Weil sie die Gnade. Weil sie uns aus der Ettenmark gerettet hat. Weil sie uns bis hierher geführt hat und weil wir hoffen, durch sie auch noch bis zum Gebirgspass zu kommen, um die Festung zu halten. Aber Weil sie bedenkt versteht. Folgendes. Bedenkt Folgendes. Die Götter haben gewählt und sie wählten diese sterbliche Hülle für ihre Macht, nicht wahr? Richtig, doch wir haben keine andere Hülle, um diese Macht weiterzuführen und wir benötigen diese Macht im Kampf gegen den Cinderking. Und ihr habt gesehen, zu was sie imstande ist. Welche großen Taten sie für euch oder, wenn ihr wollt, gegen euch leisten kann. Ihr sagtet ja selbst bereits, was sie alles für euch getan hat. Nun frage ich euch aber, für sie sind diese Taten eine Leichtigkeit, wo sie doch so viel größer und höher ist als normale Sterbliche. Ist es also wirklich würdig für sie, wenn sie solch große Taten vollbringt? Oder ist es für sie nur genau, wie wenn ihr Pflicht tut? Es geht Macht um es euch deswegen Verantwortung. würdig? Es geht um Verantwortung. Und sie hat immer die Verantwortung getragen. So wie ich die Verantwortung für eine Mission trage, so hat sie auch immer die Verantwortung getragen, das zu tun,
was notwendig ist. Es ist eine Last, eine Bürde. Deshalb ist sie würdig, nicht weil es leicht ist, dass sie große Taten und große Kampfkraft aufbringen kann. Nein, sie lastet sich Dinge auf ihre Schultern. Also ja, sie ist würdig. Aber eine Last zu tragen ist keine ruhmreiche Tat. Und aus ihr entspringt keine Würde. Lasten zu tragen ist der Grundbestandteil des Lebens. Würdig ist nur, wer sich über diese erhebt und mehr leistet. Aber es geht um das Retten des Lebens, nicht wahr? Sie leistet mehr als jeder von uns, um uns voranzubringen und den Sinderking besiegen zu können. Sie stellt sich den Broken in den Weg, ohne Angst, um uns zu beschützen. Außerdem ist nur würdig, wer etwas leistet. Würdig sind die Ruhmreichen. Und die Ruhmreichen sind würdig. Nun. Wer seid ihr, glaubt ihr, dass ihr uns hier volltextet? Was? Ich bin nur jemand, der vor langer Zeit abgeschlossen hat. Ich setze mich jetzt mal hin, weil ich nicht mehr stehen kann. Der sitzt ja auf so einem bequemen... Ja, hier ist auch Platz für euch alle. Na gut, ich setze mich jetzt mal hin, weil... Naja, seht es mal so... Ruhmreich ist sie auf jeden Fall. Sie hat den Eisvogelritter da vorne im Turnier besiegt, als sie noch ein Mensch war, nicht wahr? Er nickt. Und wer ist er, dass ihn zu besiegen eine solche Großtat ist? Der Eisvogelritter. Und sie war mal mit... Wie hieß die Frau zusammen, die jetzt zu Bleiter geworden ist? Auch das ist gewissermaßen Ruhm, wenn er auch zweifelhaft sein mag. Und in langer, ferner Zukunft, wenn dieser Eisvogelritter dort den Weg allen Lebens angetreten hat, und ihr und alle, die euch kennen und alle, die diese Frau kennen, wird es dann immer noch eine große Tat gewesen sein? Ja. Man wird ihren Namen in den Geschichtsbüchern weitertragen. Nicht in den Geschichtsbüchern. In den Büchern der Legion. In der Chronik. Außer wenn ihr uns nicht helft und wir alle sterben und niemand mehr Bücher schreiben kann. Er streicht sich durch den Bart. Viele sind hierher gekommen im Laufe der langen Jahre. Sie alle haben die ein oder andere Dinge gesucht. Hilfe, Unterstützung, Macht, manche von ihnen und manche nur Weisheit. So, mir würde jetzt schon ein warmes Bad und ein bisschen Schlaf reichen, aber ich glaube, Freier braucht etwas mehr. Könnt ihr etwas für uns tun oder nicht? Sind wir diesen Weg umsonst gekommen oder nicht? Ich kann nichts für euch tun. Ich bin nur ein alter Mann, der hier sitzt und über das Wesen des Seins sinniert. Wenn ihr euch allerdings wirklich sicher seid, dann steigt hinauf und stellt euch den Feuern. Gut. Ja. Abmarsch. Ich packe wieder den Zug-Dings praktisch und trage sie voran. Aber gebt Acht, die Feuer reinigen jeden Makel von Leib und Seele, aber nur wer wahrhaftig würdig ist, wird sich ihrer erweisen. Ja. Wir haben nichts zu verlieren. Wir können nur gewinnen, sage ich dann und gehe voran. Doktor, bevor ihr sie dadurch schickt, gehe ich dadurch. Wenn es wirklich gefährlich ist, trage ich die Verantwortung. Sefrenic, ihr seid... Ihr hängt im Leben am Seite des Vaters. Wovon redet ihr? Naja. Jemand anders sollte gehen. Nein, es ist meine Mission. Ich führe sie an. Ein fürs Team. Das war immer mein Motto. Ich habe mich so oft in die Schussbahn geworfen. Ich habe so oft einen fürs Team eingesteckt. Das ist das höchste Opfer, das ich bereit bin zu bringen und bringen kann. Und wenn ich euch sage, ich habe die Verantwortung hierher zu kommen übernommen und ich führe sie hindurch? Doktor, ihr seid der einzige Doktor in der Legion. Wir haben andere Offiziere, Major Luga. Wenn ich falle, dann ist das bitter, aber die Legion wird weiter bestehen. Mit eurem Verlust allerdings. Das wäre zu bitter, das kann ich nicht verantworten. So ist es, wir brauchen euch, Doktor. Wir brauchen
eure Heilkünste. Und wir brauchen einen Anführer, Sergeant. Wir brauchen jeden von uns. Jeder von uns ist es wert. Nicht einen alten, verbitterten Krieger. Ich sollte gehen. Damit stopft Voyes vor. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Gehen wir. Einen anstrengenden Treppenaufstieg später steht ihr am höchsten Punkt der Tempelanlage, einer großen, wie nennt man das? Es ist keine Kuppel, es ist wie ein Pavillon, wenn er kein Pavillon ist, sondern aus Stein gebaut. Das ist auch ein Pavillon. Okay, basically nach außen offen, right? Und in der Mitte ein, es ist kein Scheiterhaufen, es ist ein... Meinst du, wo so ein Leuchtfeuer drin ist? Ja, es ist ein Steinpavillon. Ja, yes. Yes, wie gesagt, Stein, in der Mitte ist es kein Scheiterhaufen, es ist ein kleines Podest, in dem ein Gitter eingelassen ist und von unten muss dann irgendwie Feuer kommen. An einer Wand seht ihr eine Batterie an Hebeln, die alle nach unten gezogen sind, bis auf einen einzigen, der noch in der oberen Richtung steht. Und auf dem Podest in der Mitte sitzt eine schwarze Rüstung, die von innen nach außen ausgebrannt zu sein scheint. Neben ihm liegt ein Schwert, ein Bogen, ein Köcher voller schwarz gefiederter Pfeile und ein silbernes Amulett mit einem Semiatik-Blut, das einen Semiatik-Blutbaum abbildet. Bewegt sich da was? Nein. Ich würde sagen, es ist der Letzte, der versucht hat, hier sich etwas zu erbitten. Gut möglich. Was hat es mit diesen Hebeln auf sich? Zieht den letzten Hebel hinunter und vermutlich wird das Feuer von unten aufsteigen und euch reinigen auf die eine oder auf die andere Art. Gut. Alright, so, genau. Voyez, was tust du? Ja, ich schaue jeden Einzelnen nochmal an, um mich stumm von ihnen zu verabschieden. Ich reiche dir meine Hand. Ich nehme diese Hand und sage, für die Legion. Blut für Blut. Und damit packe ich Schreya, schulter sie, vorsichtig. Und ich würde mich dann an den Hebel stellen. Kommt er da hin oder muss ich den betätigen? Nee. Ich glaube, der Hebel wird von außen betätigt. Genau, und du musst dann durchgehen. Genau. Okay. Doktor, ziehen Sie den Hebel. Ja, ich lege den Hebel um. Also so, dass jetzt alle Hebel nach unten. Es ertönt ein Zischen von unten. Und mit ein wenig Rattern sticht dann eine weiß glühend heiße Flamme aus der Mitte hervor. Und die Rüstung, die da noch liegt, die fällt um und die einzelne Teile rollen dann durch die Gegend. Und ein wenig Asche stieg aus ihr heraus. Und die Hitze rollt über euch, jetzt gerade natürlich auch in der Kälte des Windes hier oben. Und erhellt nicht nur diesen ganzen Pavillon, sondern leuchtet auch noch weit bis unten ins Tal hinaus. Ich sage leise zu Schreya gewandt. Schreya, alte Freundin, bist du bereit? Du hast einen Moment lang das Gefühl, sie hätte etwas geflüstert, aber du kannst es nicht hören. Oder vielleicht hast du es dir auch nur eingebildet. Und dann nicke ich Entschlossenheit und gehe in dieses weiße Feuer. Und Voyez Karjewitsch und Schreya, die Auserwählte, verschwinden in den Flammen.